Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Am 27. Januar gibt es einen Workshop für Selbsthilfe im Haushalt im Treff im Lindengarten. Ausgestattet mit verschiedenen Werkzeugen und Materialien wird Selbsthand angelegt. Den ganzen Vormittag wird fleißig gebohrt, geschliffen, geschraubt und gespachtelt. Perfekt für alle, die bei kleineren Reparaturen im Haushalt gerne eigenständig handeln wollen. Diese praxisorientierte Ausbildung ist für alle Anfänger und Anfängerinnen bestens geeignet. Eine Anmeldung sollte im Vorhinein erfolgen. Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in Wismar hat für die Winterferien ein spannendes Programm vorbereitet. Alle Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, an kreativen Workshops oder gemeinschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, Schmuck zu gestalten, Serviettentechnik zu lernen oder sogar eigenständig Tassen zu bedrucken. Außerdem bei Schwarzlichtbowlen zu gehen oder einen Ausflug in die Rostocker Eishalle zu machen. Neben dem abwechslungsreichen Programm gibt es auch jeden Tag ein leckeres Essensangebot. Die Teilnahme ist größtenteils kostenfrei. Weitere Informationen sind auf der Webseite zu finden. Kokubu, The Drums of Japan, ist durch die Tourneebesuche der letzten Jahre in aller Munde. Die Kritiken waren positiv und lobten die Show in hohen Tönen. Diesen Februar wird die japanische Gruppe in Wismar gastieren. Faszinierend ist vor allem die Intensität der Trommeleinheiten. Neben den Trommeln kommt auch eine Bambusflöte zum Einsatz. Der Auftritt der Kokubu fesselt und lässt den Alltag vergessen. Karten sind erhältlich bei der Touristinformation Wismar. Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen.